Das finde ich eine etwas haarige Frage. Was ist ein Bild? Oh, das ist ein Bild. Das ist aber eine schwere Frage. Vor rund einem Jahr haben wir Wissenschaftler, Künstler und Angestellte aus dem Labor aufgefordert, uns ihre Blickwinkel zur Infektionsforschung in Bildserien zuzusenden. Und wir sind nach wie vor begeistert, welche vielfältigen Bilder wir erhalten haben. Und es sind tatsächlich Bilder von Wissenschaftlern und von Künstlern gekommen. Und so stellt sich uns heute die Frage, was auch unser Thema ist, kann es eine Kooperation von Kunst und Wissenschaft geben? Und wenn ja, ist diese auch für beide Seiten gewinnbringend? Ich würde dahingehend sagen, dass die Wissenschaft dazu beitragen kann, erstmal was zu sehen, was man bis jetzt noch nicht gar nicht gesehen hat. Ich meine, was soll ein Künstler darstellen, wenn er das vorher nicht gesehen hat? Irgendwie glaube ich nicht, dass die Imagination dazu beitragen kann, dass man irgendwas findet, was man so sieht auf meinen Bildern zum Beispiel, dass man das künstlerisch irgendwie erahnen kann, dass man das bildlich darstellen kann. Das heißt, je mehr die Technik in der Lage ist, uns in kleinere Mikrowelten, Nanowelten zu führen, desto mehr, glaube ich, wird der Antrieb eher aus der Wissenschaft kommen, zu zeigen, was für ästhetische Bilder man hat, was für in Anführungszeichen Wunderwelten man sieht zum Beispiel, die man sich gar nicht vorstellen kann. Sie wissen ja, dass Kreativität immer nur dann entsteht, wenn einem jemand so richtig auf die Nerven geht. Was Neues zu denken ist ja anstrengend, unser Gehirn macht das nicht gern. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so gerne alte Fehler immer wieder wiederholen. Und es ist dann gut, wenn man jemanden hat, der einen so richtig stört, sodass man gezwungen ist, mal was Neues zu tun. Und vielleicht kann man das auch, das können Künstler und Naturwissenschaftler ganz sicher füreinander tun. Mein Themengebiet ist immer sehr techniklastig. Ich bin aber eigentlich von Haus aus Kulturhistorikerin. Und diese Verbindung Kunst-Wissenschaft ist was, was mich eigentlich schon lange bewegt. Und das jetzt heute mal aus einer anderen Sicht zu hören, finde ich sehr interessant. Ich kenne ja den Referenten persönlich. Von daher weiß ich auch, was er macht. Ich arbeite teilweise auch mit ihm zusammen. Er hat Elektronmikroskopie. Und von daher ist es sehr interessant, dass er auch im Bereich der Kunst so zu betrachten. Kunst und Wissenschaft kommt in dieser Form zusammen, dass man versucht zusammenzukommen, und sie kommt zusammen, damit es Abende gibt, wo man darüber redet, ob sie zusammenkommen dürfen. Also in der Theorie kann man sich darüber unterhalten, aber ich glaube, im Wesensansatz hat die Wissenschaft ihre Aufgabe und die Kunst ihre Aufgabe. Ich fand den Abend sehr gut, weil ich mich in letzter Zeit auch ein bisschen eingehender damit beschäftigt habe. Werden elektronenmikroskopische Bilder in der Kunst irgendwie verwendet? Und ich habe halt relativ viel rumgegoogelt, nicht nur für diese Podiumsdiskussion heute Abend, sondern vorher schon mal mehr oder weniger versucht, den Horizont ein bisschen zu erweitern. Und mir ist aufgefallen, dass man in den letzten 5 Jahren rückblickend betrachtet immer mehr und mehr Künstler findet, die jetzt doch elektronenmikroskopische Bilder, sei es Transmissionselektronenmikroskopie oder rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen, in ihre Arbeiten mit aufnehmen und diese dann sozusagen in einem anderen Zusammenhang darstellen und versuchen, dann eine andere Ästhetik zu erzeugen, die man eigentlich so nicht gekannt hat. Die Grenzen für das wissenschaftliche Bild sind ganz eindeutig. Man darf die Primärdaten, die man im Rasterelektronenmikroskop als eine TIFF-Datei in meisten Fällen erzeugt hat, nicht verändern, wenn man das in eine wissenschaftliche Veröffentlichung macht. Und die Einfärbemethoden sollten im Prinzip auch nur gewisse Bereiche der Bilder einfärben, aber noch den Untergrund des Bildes, was man im Graustufenbild, also im Schwarz-Weiß-Bild sieht, auch noch zeigen. Es gibt sehr gute Formen der Zusammenarbeit, wenn Kunst dazu da ist, Naturwissenschaft in einem größeren Zusammenhang zu visualisieren. Also damit meine ich nicht, dass ich als Künstlerin hingehe und dem Naturwissenschaftler seine Bilder koloriere, denn wie wir gesehen haben, das kann er wunderbar selbst. Aber indem ich einen größeren Zusammenhang zeige, wie diese Bilder produziert werden, dass die was Gemachtes sind, dass sie als gerne mal, gar nicht von den Naturwissenschaftlern selbst, aber so im Allgemeinen, in der allgemeinen Diskussion als Beweis herangezogen werden für was, was durch dieses Bild nicht unbedingt bewiesen ist. Also dass man sich des Artefaktcharakters auch der naturwissenschaftlichen Bilder bewusst ist und bleibt, auch der Interpretation, auch unserer Bedürfnisse, die zur Produktion solcher Bilder führen, solche Dinge. Das sind Dinge, um die können sich die Naturwissenschaftler nicht kümmern. Dafür haben die genug andere Dinge zu tun und dafür können die Kunst brauchen.